Ja, schönen guten Tag. Ein regelrechter Bandwurm scheint in unserer Gesellschaft sich eingenistet zu haben. Pegida, AfD, Verschwörungstheorien, Verunsicherungen und so weiter machen sich breit. Und meiner Meinung nach ist dies ein Schattenspiel realer Probleme. Die These, die ich aufstellen möchte, lautet, dass es diese Phänomene im Moment gibt, weil das Polit-Establishment, aber auch die kritische Zivilgesellschaft, also wir letztlich, in den Dimensionen soziale Aufspaltung, aber auch, nennen wir es mal so, Moral und Ordnung im Prinzip versagt haben und das Polit-Establishment jetzt nur gegendiffamiert. Und das bringt wenig, indem es sagt, ja, es handelt sich hier um fremdenfeindliche Dinge, das ist rein emotional, es ist nur rechtsradikal und so weiter. Meiner Meinung nach ist das eine heuchlerische Nichtverantwortlichkeit. Und zum Glück gibt es nicht 15.000 Neonazis, die in Dresden auf die Straße gebracht werden können. Das sind deutlich weniger. Wir müssen also fragen, woran liegt das eigentlich? Und ich weise nur in Parenthese darauf hin, dass wir ähnliche Phänomene ja in Italien, Griechenland und besonders in Frankreich mit dem Front National haben. Es hat insofern eine europäische Dimension und darf keineswegs unterschätzt werden. Wenn wir uns jetzt also fragen, was treibt die Menschen auf die Straße und was sorgt für ein Bauchgrummeln im demokratischen Gesamtkörper? Dann würde ich sagen, als erstes, und ich habe zwei Erklärungen, es hat mit den sozial Ausgegrenzten zu tun, so wie Joachim Jahnke das genannt hat. Das Statistische Bundesamt weist ja darauf hin, dass 20% der Bevölkerung in Armut und sozialer Ausgrenzung leben. Die OECD, die ja nun nicht gerade dafür bekannt ist, dass sie hier besonders poppige Thesen linker Natur in die Welt setzen, redet von einer Aufspaltung der Gesellschaft. Wir haben die PISA-Studien und es wird darauf hingewiesen, dass die Bildungschancen für sozial schwächere Schichten, dass die in Deutschland keine guten Karten haben. Wir haben eine zunehmende Debatte über Altersarmut und bei Hartz IV ist es so, dass wir da alleine 1,3 Millionen Aufstocker haben. Die untersten 30% dieser Gesellschaft haben überhaupt keine Vermögensanteile. Und heute bzw. gestern gab es einen Beschluss des Bundesverfassungsgerichtes, dass auch durch eine Reform der Erbschaftssteuer sich hieran nicht viel ändern wird. Dann darf man sich nicht wundern, wenn es einen Interessenschwund vieler Bürger, vor allem am unteren Rand in Anführungsstrichen der Gesellschaft gibt und diese Gruppierung meinen, dass sich sowieso nichts geändert hat. Und diese Leute sind zu einem guten Teil hier auf der Straße. Und wenn man die eben genannten Phänomene sich anschaut, dann kann man eventuell verstehen, warum einige, wenn auch mit eigentümlichen Parolen, dorthin gehen. Die zweite Geschichte ist aber noch gravierender, nämlich die Frankfurter Rundschau hat ja auf eine wankende Mitte hingewiesen. Und in der Tat ist es so, dass nicht nur AfDler, deren Gründungsmitglieder ich in erster Linie einem bürgerlichen oder kleinbürgerlichen Ordnungsdenken verhaftet ansehe, kann man sagen, dass ich also die Erfahrung gemacht habe, dass es breit in die Mitte der Gesellschaft reingeht. Ich war auf der European Finance Week in Frankfurt und stand da zum Beispiel am Tisch mit zwei Bankern, die von der Kleidung her zu schließen zum oberen Teil der Gesellschaft gehörten und die hatten ähnliche Bedenken. Sie haben es nur etwas besser formuliert. Das hat mich doch überrascht. Und wir haben in der Schweiz haben wir die Ecopop-Abstimmung und so weiter. Jetzt ist natürlich, und um noch auf etwas hinzuweisen, Thorsten Rieke zum Beispiel hat dem Handelsblatt am 16.12. eine Einleitung zu den Darstellungen von 25 Denkern zum Zustand der Zeit eingeleitet mit den Bemerkungen, heute ist alles unübersichtlich, viel zu schnell geworden, wir haben ratlose Politiker, eine gewisse Hilflosigkeit macht sich breit und der Bürger ist an und für sich verunsichert. Und das ist ja interessant, weil das ist nicht Pegida, das ist nicht die Straße, das ist praktisch ein Wirtschaftsblatt, was für ganz bestimmte Kreise und sicher nicht diese unteren 30%, die ich erwähnt habe, schreiben. Wir können noch die Allensbach-Umfrage hinzutun. Zwei Drittel finden die Politik undurchsichtig, zwei Drittel aller befragten Bürger. 90% wünschen sich mehr politische Zuverlässigkeit. Die grenzenlose internationale Arbeitsteilung sorgt bei vielen für ein Sentiment, wenn nicht Ressentiment, der Gefahr. Dauernde Veränderungen, die schwer durchschaubar sind, werden kritisiert und eine Sehnsucht, wörtlich danach gefragt, nach politischer Orientierung ist da.
Und jetzt kann man sich fragen, ja, wie kommt denn das? Und ich möchte jetzt drei Punkte aufzählen, wo meiner Meinung nach diese durchaus populistische Politikverdrossenheit, woraus sie sich speist. Wir haben zunächst einmal ein super großes Politikkartell in Deutschland, aber auch in Europa. Es ist ja so, wir hatten eine Koalition zwischen CDU und Liberalen und im Prinzip haben doch zu den Rettungsschirmen all diesen Dingen die SPD und die Grünen immer zugestimmt, obwohl sie es dann auch kritisiert haben. In Europa haben wir genau das Gleiche. Wir haben eine große Koalition zwischen Sozialdemokratie und Konservativen. Das ist der majoritäre Block. Der zweite Punkt ist, dass in Deutschland permanent rote Linien, unter anderem von der Bundeskanzlerin, überschritten wurde. Und wenn dann die Menschen sagen, dass sie die Unzuverlässigkeit und die Unberechenbarkeit der Politik bemängeln, dann kann ich das sehr gut verstehen. Es ist ja auch so, dass uns Dinge versprochen wurden, wie die baldige Einführung der Finanztransaktionssteuer, und die gibt es ja nun scheinbar auch nicht und sie wird zu den Akten gelegt. Drittens möchte ich erwähnen, listenreiche Rechtsbrüche. Das kann man ja so sagen, zumindest vom Geist der Verträge her. Wir haben ein Beistandsverbot bei den EU-Verträgen. Was macht man? Man macht die Rettungsschirme. Das Haftungsprinzip der Marktwirtschaft, das ja viele, gerade Konservative, hochhalten, wird außer Kraft gesetzt und im Prinzip mit den Füßen getreten. Ferner kommt hinzu, dass wir ja undurchschaubare Finanzregulierungen haben. Anstatt sich auf einfache Dinge zu beschränken, die Großbanken zum Beispiel zu zerkleinern, ein Trennbankensystem einzuführen, bestimmte Derivate einfach mal zu verbieten, hat man in der EU andere Wege, ist man beschritten, auch im Bereich der Bankenunion. Man baut sehr, sehr komplizierte bürokratische Dinge auf, die der einzelne Bürger gar nicht durchschauen kann, und selbst die Fachleute haben nur noch einen begrenzten Überblick. Und Tausende von Rechtsvorschriften und so weiter werden aufgehäuft. Und den Bürger verunsichert dies, weil er das gar nicht verstehen kann. Und der Experte ja zum Teil auch nicht mehr. Fünftens haben wir eine Verhöhnung der Demokratie im europäischen Maßstab. Man kann es nicht anders nennen. Es wird praktisch das Steuerschlitzohr Nummer 1 zum Kommissionspräsidenten gewählt und ihm dann die Aufgabe vorgesetzt, dass er jetzt dafür sorgen soll, dass die Steueroasen ausgetrocknet werden. Das ist eine ausgesprochen problematische Maßnahme, die sicher nicht dazu beiträgt, dass die Bürger sich mit einer demokratischen EU jetzt identifizieren. Es ist aber auch bei der Zusammensetzung der Kommission merkwürdig zugegangen. Wenn ich mir Jonathan Hill anschaue, der praktisch ein Bankenlobbyist ist und aus Großbritannien kommt, die Bankenunion ja aktiv versucht haben zu verhindern, und er war auch dafür, für die Blockierung, dann wundert es mich, wie man solch einen Mann für die Bankenaufsicht in Europa an erster Stelle platzieren kann. Das versteht der Bürger nicht. Wir haben es hier mit einer sterilen Eurokratie zu tun, bei der man sagen kann, dass sie in gewissem Sinne den Bürger, der brav zur Europawahl gegangen ist, verhöhnt. Sechstens kommt hinzu, nennen wir das mal den Reflex des kleinen Mittelständlers oder des Einzelhandelsunternehmens. Wir haben IKEA zum Beispiel, das an die Niederlande Lizenzzahlungen abführt und in Deutschland so gut wie keine Steuern bezahlt. Der kleine Möbelhändler oder Möbelverkäufer, zum Beispiel hier in Erfurt, wo wir das aufnehmen, der kann das nicht machen. Ich verstehe, dass der dann ein Ressentiment gegen die Politik entwickelt und den Eindruck gewinnt, dass wir im Prinzip in einer Welt des Stamokaps leben. Vor 30 Jahren wurde hier in Erfurt die Stamokap-Theorie, staatsmonopolistischer Kapitalismus, vertreten. Damals war sie meiner Meinung nach für den Westen falsch. Man kann sich fragen, ob das heute auch noch der Fall ist. Da die Großen praktisch Steuervorteile haben, rumtricksen können, in ihrem Interesse Rettungsschirme aufgebaut werden und diejenigen, die voll mit ihrem Kapital und ihrem Leben haften, wenn sie praktisch ein Unternehmen haben, die fallen dann eben runter und gehen in die Insolvenz, wie es sich ja eigentlich gehört, aber auch für die Großen eben. Man könnte jetzt noch die Zinsmanipulationen hinzufügen und die Geldspritzen von Seiten der EZB. Der kleine Sparer, der brav und artig spart, der wird praktisch teilenteignet durch die momentane Zinspolitik. Und gleichzeitig ist es so, dass sehr viel Geld reingeschossen wird in die Ökonomie. Wenn man fragt, was hat zur Finanzkrise geführt, wird gesagt, zu niedrige Zinsen und eine zu großzügige Geldzufuhr und Liquidität. Jetzt will man praktisch mit genau den Mitteln, die man zur Krisenerklärung heranzieht, aus der Krise herausführen. Das versteht der Bürger nicht und das ist auch unverständlich. Man könnte hier noch viele andere Dinge
anführen. Auf jeden Fall, die Menschen haben den Eindruck, dass die Geldordnung ins Wanken gerät. Und ganz falsch liegen sie ja nicht. Und viele Dinge sind eben nicht verständlich. Wenn auf der einen Seite gesagt wird, dass Griechenland die Preise senken muss und die Löhne, um wieder wettbewerbsfähiger bei seinen Exportprodukten zu werden, ist nicht zu verstehen, wie gleichzeitig die Zentralbank und Banker sagen, dass in der Deflation, was ja bedeutet, dass die Preise eben tatsächlich runtergehen, dass das schlimmste aller Zukunftsszenarien ist. Das ist unüberzeugend. Zweitens fühlt sich der Bürger alleine gelassen. Er vermisst einen starken Staat. Das klingt nicht gut. Jetzt ist es so, wenn wir uns mal TTIP anschauen, dann ist es so, dass ja hier praktisch sogar demokratische Entscheidungsprozesse außer Kraft gesetzt werden sollen und eine grenzenlose Konkurrenz herrschen soll. Jetzt kann man sagen, ja, es gibt ja bestimmte Kräfte, die auch dagegen sind. Das stimmt aber wiederum nicht, weil zum Beispiel die SPD kritische Einwände gegen TTIP formuliert hat. Und jetzt, wo Sigmar Gabriel Wirtschaftsminister ist, steht das plötzlich zur Disposition und alles Paletti, alles in Butter. Man will es im Grunde durchwinken. Eine fundamentale Verunsicherung der Menschen findet auch statt, wenn elementare Grundrechte und nicht respektiert werden. Und hier komme ich auf drei Buchstaben zu sprechen, nämlich NSA. Es ist so, dass praktisch durch diese Überwachungs- und Informationsabfischmaßnahmen, die wir ja bei Twitter, bei Google, im Internet, überall im Grunde haben, ja, sogar kurz vorm Bundeskanzleramt ist eine amerikanische Botschaft, die nach wie vor abhört. Ein Störsender ist da nicht installiert worden. Das ist im Grunde eine Bananenrepublik. Und dann verstehe ich, dass Leute sich darüber aufregen, dass hier praktisch nicht Paroli geboten wird. Schließlich sind wir die Wähler, wir haben einen souveränen Staat, der es dann doch nicht ist. Wir haben wunderschöne Festtagsreden über unsere Grundrechte, die dann doch nicht eingehalten werden. Und irgendwie läuft es eben einfach so hin. Wir haben den Klimawandel in Lima. Lima ist schlecht fürs Klima, es wurde kaum was beschlossen. Frau Merkel hat sich mal als Klimakanzlerin hingestellt und jetzt ist sie nicht mal hingefahren und die entsprechende Ministerin ist, wohl ahnend, dass nichts rauskommt, schon frühzeitig abgefahren. Das irritiert die Menschen. Auf der einen Seite wird gesagt, das ist ein wichtiges politisches Thema. Man sieht, dass wir den Klimawandel haben. Man kann das auf den nordfriesischen Inseln zum Beispiel wunderschön beobachten. Viel wird geredet und nichts passiert. Das irritiert die Menschen. Das desorientiert sie. Da fragen sie sich, was ist los? Das tangiert natürlich das Vertrauen in die Politiker. Und hierzu gehört auch, dass Menschen von der Politik sehr, sehr schnell auf lukrative Posten in der Privatwirtschaft wechseln. Willy Brandt hat sich damals um den Nord-Süd-Dialog gekümmert. Andere haben nichts Besseres zu tun, als so schnell wie möglich einen privatwirtschaftlichen Posten zu erringen, um die Insider-Informationen, die sie beim politischen Amt erreicht haben, dort ausnutzen zu können und persönlich praktisch dann Geld in ihre eigene Schatulle legen können. Das trägt nicht gerade zur Stabilisierung der Demokratie bei. Das unterminiert praktisch unser Staatssystem. Ja, hinzu kommt vielleicht letztendlich noch, dass wir im Grunde kaum noch eine gemeinsame Wertebasis haben. Menschen wollen ein Wir haben. Durch das prinzipienlose Durchwursteln, was wir in der Politik im Moment haben, sieht es so aus, dass die Menschen gar nicht mehr wissen, worauf zielt das Ganze eigentlich. Und es fehlt ihnen die Identifikation. Und dann bleibt nur die Fußball-Weltmeisterschaft. Und es ist kein Wunder, dass man sagt, ja, die Fußball-Weltmeisterschaft, da waren doch alle so schön und locker, ja, und jetzt gehen Leute auf die Straßen. Das hängt irgendwie zusammen. Welche Identifikation können wir von deutscher Seite aus noch bieten? Das ist die Frage. Als ich jung war, war die Identifikation die, dass wir die Lehren des Nationalsozialismus gezogen haben und zum Beispiel nicht in jedes Kriegsabenteuer mit reingezogen sind und reingehalten haben. Das war für mich Identität mit der Bundesrepublik Deutschland. Diese Identität kann ich heute aber angesichts des internationalen Engagements zum Beispiel nicht mehr haben. Nun gut, man könnte noch viele andere Dinge nennen, wie zum Beispiel Fehlinvestitionen in Großflughäfen oder andere Dinge. Hier wird Geld verschwendet und keiner wird praktisch letztlich zur Verantwortung gezogen. Und ich will jetzt nicht populistisch werden, aber Herr Wowereit wird sein Ruhestandsgehalt, was deutlich höher ist als das der meisten Bundesbürger, ja, wird er so beziehen. Die Frage ist, ist das nicht problematisch, dass solche Dinge passieren können?
Man kann vielleicht noch hinzufügen, dass bestimmte Staatsfunktionen mangels Masse und Einnahmen, zum Beispiel über die Körperschaftssteuer, nicht mehr wahrgenommen werden. Es ist ohne Frage so, dass die Justiz völlig überarbeitet ist und deswegen sehr, sehr viele Kompromisse schließt. Wir haben eine Finanzverwaltung, die die Steuererklärung nicht mehr richtig überprüfen kann und die praktisch über den Daumen gepeilt Stichproben macht. Wir haben eine Polizei, die in einigen Gebieten sehr, sehr ausgedünnt ist. Und ich bin sicher kein Polizeistaatsfanatiker, aber so richtig gut ist das letztlich auch nicht. Das verunsichert. Hinzu kommt, dass im Bereich der öffentlichen Güter Deutschland und die EU sehr im Nachhinken sind. Wenn wir uns über Google aufregen, dass wir hier ausgespäht werden und manipulative Vorschläge bekommen, dann kann man sich ja fragen, musste das so sein? Nein, das musste nicht so sein. Man hätte ja eine europäische Suchmaschine mit entsprechenden Sicherheiten, hätte man ja praktisch etablieren können, als öffentliche Einrichtung, die allen zur Verfügung steht. Ja? Das wäre ein Europa, was ich mir wünschen würde. Aber im Zeichen der Deregulierungsphilosophie hat man gesagt, die Privaten bieten sowieso alles besser an. Das ist ja nun mal so. Über die Infrastruktur und verdreckte Schulen und so weiter, mangels Masse, brauchen wir gar nicht reden. Und auch in Bezug auf medizinische Sicherheit, wenn in Indien irgendein Unternehmen praktisch mehr oder minder getürkte Gutachten schreiben, dann kann uns das nicht beruhigen. Hier fehlt es schlicht und einfach an Sorgfalt. Und das hängt mit der generellen Philosophie zusammen, der Staat soll sich doch irgendwo auch aushalten. Und das ist ein Fehler. In einigen Punkten muss er Flagge zeigen. Das ist ja unserer Sicherheit und unserer Gesundheit schuldig. Ganz einfach. Und als drittes, letztes natürlich jetzt das problematische Thema Islam, Ausländer und Terrorismusangst. Ich muss ehrlich sagen, ich habe auch Angst. Ich habe Angst davor, dass zum Beispiel Anschläge passieren, wenn ich in Frankfurt bin. Ich könnte mir vorstellen, dass es dort gute Ziele gibt, in denen man sich manchmal aufhält. Und es wundert mich, ehrlich gesagt, dass nicht schon viel mehr passiert ist. Wenn man sich jetzt fragt, woraus speist sich denn diese Angst, dann speist sie sich unter anderem darauf, dass die deutschen Rüstungsexporte in einige Länder ganz schön zugenommen haben. Und wenn dann Leute mit Heckler- und Kochwaffen bedroht oder erschossen werden, dann wundert es mich nicht, dass es hier einige Leute gibt, die das eben nicht sehr positiv finden. Wir sind aus Afghanistan im Prinzip als Verlierer davon getrottet. Da gab es viele, viele Tote. Man hat sich aber auch sehr, sehr viele Unliebsamkeiten dort bereitet, indem man zum Beispiel Tanklastzüge bombardiert hat und dann mehr oder minder unschuldige Leute, die ihr Mofa mit Benzin füllen wollten, getötet wurden und man dann noch kleinlich war in Bezug auf die Ausgleichszahlungen für die Familien dann. Außerdem kann ich gut verstehen, dass bestimmte Länder ausgesprochene Aggressionen gegen den Westen haben. Wenn ich mir den letzten Spiegel dieser Woche durchlese, welche grauenhaften Folteraktionen die USA unternommen haben, dann braucht man kein islamischer Fundamentalist sein, um hier Rachegelüste zu entwickeln. Jetzt kann man sagen, was hat Europa damit zu tun? Es ist allerdings so, dass 17 europäische Länder bei diesen Aktionen der USA in diversen Rollen und auch die Bundesrepublik, Rammstein und so weiter, hier mitgemacht haben. Es hat ein deutscher Staatsbürger, ist in Guantanamo gewesen und Herr Steinmeier wollte ihn nicht zurückholen, weil man dann ja einen potenziellen Extremisten hier hätte, unser jetziger Außenminister. Außerdem sind viele Regierungsbeamte nach Guantanamo gefahren, haben dort Leute interviewt, sind weggefahren und haben sie im Schicksal überlassen. So ist es gewesen. Also insofern ist ein Bedrohtheitsszenario, auch wenn man nicht rechtsradikal ist, ist eine total realistische Angelegenheit, finde ich. Da brauchen wir erst gar nicht die CDU, die die Leute deutsch oder bajuwarisch, weiß ich nicht, sprechen lassen will und eine Ausländermaut als Politikum brauchen wir da gar nicht zu. Ja, jetzt gibt es natürlich echte Probleme und ich spreche das mal an. Wir haben seit Januar 2014 allein 5000 Menschen, die im Mittelmeer gestorben sind. Es sind Zehntausende, es wollen Hunderttausende kommen und das ist verständlich. Wenn wir sagen, wir sind eine Wirtschaftsgesellschaft, in der jeder praktisch den Ort suchen soll, wo er seine Kapazitäten und Potenziale am besten einbringen kann, auch um Einkommen zu erzielen, dann ist es völlig logisch, dass sehr, sehr viele Millionen Menschen im Grunde in die Zentren des Wirtschaftsgeschehens einziehen wollen. Und es gibt ja sogar Liberale, die sagen, das ist vollkommen richtig, Ludwig von Mises zum Beispiel.
Menschen, die im Wirtschaftsbereich pro-liberal sind, sind auf der anderen Seite, wenn die Menschen dann kommen, ja, nicht nur freier Waren- und Dienstleistungsverkehr, sondern auch Bewegungsfreiheit, da ist, gilt plötzlich etwas anderes. Und daraus resultieren eben unglaubliche Probleme. Wir haben immense Flüchtlingsströme. Wir können leider nicht mehr, in Anführungsstrichen, auf die Diktatoren in Nordafrika zurückgreifen, die praktisch das bisher immer verhindert haben. 70% der unter 5-Jährigen zum Beispiel in Frankfurt haben einen Migrationshintergrund. Das ist eine Menge. Ich sage ja nicht, dass das ein Problem ist, nur hier verschiebt sich etwas und wir tun so, als wenn praktisch das keiner Diskussion wert wäre und dieses keine qualitative Bedeutung hätte. Und ich sage ganz ehrlich, dass in Berlin-Neukölln, dass es dort schon einige übernommene Zonen gibt. Das bestreiten die Leute, die dort wohnen, ja nicht. Und ich sage mal ganz offen, ich wurde in Paris mal auf einer Konferenz, wo es auch um solche Themen ging, ja, wurde ich einmal um ein Portemonnaie erleichtert, stand dann da und kam mir dann auch ziemlich belämmert vor und fand mich in einer unfreundlichen Umwelt wieder. Und auf der Polizeistation habe ich dann kennengelernt, wie die Polizisten, die da rumfahren, sich empfinden. Und sie haben gesagt, es werden 50 bis 100 Portemonnaies geklaut. Wir werden die nie wieder kriegen. Wir haben das im Grunde aufgegeben. Ja? Das waren garantiert alles Front National-Wähler. Und es waren aber keine Rechtsradikalen. Das heißt, wir haben hier gewisse Probleme und die müssen wir auch aufs Tapet bringen. Und da müssen wir offen drüber diskutieren. Der Punkt ist ja, die EU betreibt eine Entgrenzung und will sich dann aber mit den Folgen nicht auseinandersetzen. Man sagt, die Sozialpolitik ist Aufgabe der nationalen Regierung. Das ist aber ein Problem. Wenn zum Beispiel in Rumänien Roma vertrieben sind, dann hat eben die Stadt Duisburg ein Problem. Und das muss offen angesprochen werden. Und ja, man kann hier über vieles reden. Die Frage ist, was sind denn jetzt die Ursachen auch für diesen dritten Problemkomplex? Und meiner Meinung nach hängt es mit einer materialistischen Grundeinstellung generell zusammen. Wir haben eine nach wie vor neoliberale Auffassung. Die Globalisierung läuft weitgehend ungestaltet. Das sorgt auch für Migrationsströme. Und diese Folgen, die laufen nun irgendwie auf. Das Problem ist, wir haben die internationale Arbeitsteilung. In Deutschland haben wir einen Finanzausgleich. Da haben wir aber keine Transferleistungen, die das ausgleichen. Wir dürfen uns nicht wundern, wenn ein Zustrom gigantischen Ausmaßes erfolgt, wenn wir auf der anderen Seite es innerhalb von Jahrzehnten nicht schaffen, 0,7% unseres Bruttoinlandsprodukts für die Entwicklungshilfe auszugeben. Das ist ein definitives Armutszeugnis. Und dann holen wir uns die Probleme, die es objektiv gibt, die holen wir uns dann ins Land. Außerdem gibt es keine innereuropäische Sozialpolitik. Wir haben Entgrenzungen und haben dann aber keine Ausgleichsmechanismen. Und das muss eben thematisiert werden. Und die neue Juncker-Kommission macht es auch nicht. Wir haben Outsourcing von körperlicher Arbeit in die Schwellenländer. Und auch die Menschen in Deutschland, die nun mal eben nicht so für intellektuelle Tätigkeiten sind, die finden dann keine Arbeitsplätze mehr im körperlich-manuellen Bereich. Das ist ein Problem, ja. Das ist vielleicht auch ungesund, wenn wir praktisch nur noch Verwaltungsangestellte hier in Deutschland rumlaufen. Ja, hinzu kommt noch, dass wir eine Standortkonkurrenz und keine Standardkonkurrenz haben. Wir nehmen dadurch teilweise auch den Afrikanern die Arbeit weg. Und dann zum Beispiel im Bereich der Fischerei. Es gibt die EU, einige EU-Länder kaufen afrikanischen Staaten Fischereirechte ab. Dann fahren die da mit einem Riesentrawler hin, fischen alles raus und die Leute dort sind arbeitslos. Ja, dann darf man sich nicht wundern, wenn sie dann versuchen, über die aufgebauten Zäune drüber zu klettern. Und das muss viel aktiver thematisiert werden. Und mit Frontex kommt man da letztlich auch nicht weiter, statt Mare Nostrum. Ja, das sind die Probleme. Jetzt könnte ich noch einiges sagen, was man dagegen tun sollte, aber die Zeit ist wohl schon deutlich überschritten. Vielleicht nur noch ein Schaubild, nämlich hier. Das ist von Danny Rottrick und er zeigt ein Problem auf. Und dieses Problem besteht darin, dass wir im Moment dreierlei haben wollen. Wir wollen auf der einen Seite nationalstaatliche Kompetenzen beibehalten, wir wollen politische Demokratie praktizieren, aber wir wollen auch die Hyperglobalisierung laufen lassen.
Und viele Pläne der EU laufen ja darauf hinaus, TTIP hatte ich erwähnt. Und jetzt ist es so, man kann nicht alles drei gleichzeitig haben. Früher ist es so gewesen, dass der Nationalstaat und die politische Demokratie vereinbar waren. Warum war das so? Weil im Bretton Woods-System bis zu den 70er Jahren wir fixe Wechselkurse hatten mit Teilanpassung. Das hat zum Teil viel weggefedert. Wir hatten aber auch zum Beispiel Kapitalverkehrskontrollen und. Wir hatten Quoten etc. Das war alles mit Bretton Woods verträglich und hat insofern eine nationalstaatliche, souveräne Wirtschaftspolitik in gewissen Rahmen ermöglicht. Heute ist es anders. Heute ist es so, dass sie im Prinzip die Hyperglobalisierung haben. Hyperglobalisierung bedeutet freier Fluss von Kapital, von Gütern und so weiter. Das ist aber mit dem Nationalstaat in gewissem Sinne nicht vereinbar. Es führt nämlich zur goldenen Zwangsjacke. Die Politik Frankreichs beispielsweise über lange Zeit zeigt es. Wir haben da ein Race to the Bottom und dort, wo am billigsten produziert wird, unabhängig von den sozial-ökologischen Bedingungen, dort werden die Dinge hergestellt und die anderen passen sich an oder sie verlieren eben Anteile in Bezug auf den Export und so. Richtig wäre, wenn wir eine Hyperglobalisierung und eine politische Demokratie hätten. Das wäre gut. Das haben wir aber nicht. Weil wir in Europa nur eine begrenzte Demokratie haben, weil auf wesentlichen Politikfeldern man hier nicht an einem gemeinsamen Strang zieht. Und international, trotz UNO, haben wir das schon viel weniger. Das heißt, wir haben keine global oder europäisch lokale Regierungen. Das haben wir nicht. Dieser Ast ist weg. Der Nationalstaat, politische Demokratie ist auch weg. Die Hyperglobalisierung setzt sich im Grunde durch. Und wir sind in der goldenen Zwangsjacke. Und genau um diese goldene Zwangsjacke geht es da in gewissem Sinne. Wir müssen uns hier schon entscheiden, was wir wollen. Ja? Und insofern ist die breite Sympathie für Pegida, um zum Ende zu kommen, erklärt sich meiner Meinung nach neben einigen Beknackten, ja, einer ganzen Reihe, durch objektive Gefährdung, soziale Spaltung, moralische Erosion und Auflösung von gewissen Ordnungsstrukturen. Und wir müssen diese Themen durch zivilgesellschaftliches Engagement angehen. Wir können kaum hoffen, dass das Polit-Establishment jenseits aufgetragener Ressentiments sich diesen Problemen wirklich stellt. Und es ist unsere Aufgabe, das anzugehen, indem wir diese Leute, die auf die Straße gehen, nicht von vornherein vorverurteilen und kriminalisieren, so sie nicht kriminell werden, sondern diese ursprünglichen Unbehagensursachen dagegen anzugehen, damit wir dann irgendwann mal wirklich patriotische Europäer alle werden können. Vielen Dank.